Wie ist mir ergangen beim Möselalm Gaudi-Race? Über die 3,5 Kilometer circa und 420 Höhenmeter. Blau und Rot sieht man da eingezeichnet. Das sind zwei Fahrten. Die blaue ist vom letzten Jahr und die rote ist vom heurigen Jahr. Also Rot ist jetzt interessant, wie es sich im Vergleich zu Blau entwickelt hat im Jahresvergleich. Lassen wir es mal losstarten. Sie sind schon unten positioniert. Wo ist der Mauszeiger? Da ist er. Hier sieht man, da links übereinander die zwei. Und 3, 2, 1, Gemma. Ja, und läuft. Der Rote ist schon kräftig in Rückstand. Blau zieht davon, die zweite Kehre kommt und noch einmal einen kräftigen Schub. Aber jetzt kommt der Rote, er nähert sich ganz nahe, ist er dran, beim Flachstück hat er aufgeholt. Und jetzt geht's fast schon an die Hälfte, jetzt ist sie erreicht, da in dieser Kehre 725 Meter Seehöhe und beide fast gleich auf. Jetzt rennen die GPS-Aufzeichnungen auseinander. Und der letzte Bereich kommt auf sie zu, da der steilste und der blaue hängt, was war da? Offenbar ist die Kette runtergefallen, aber er hat sich schnell erschupft, jetzt waren sie kurz gleich auf. Die letzten Meter vom Ziel, eine Kehre noch, die zweite Kehre kommt und schon sind sie auf der Möselalm. Aber der Rote hat einen Vorsprung gehabt und wer war der Rote? Genau, der Rote war der heurige Fahrer. Also, mit wenigen Sekunden Vorsprung ist er im Vergleich über den Blauen drüber gefahren, im wahrsten Sinne. Machen wir noch einmal eine Analyse, eine händische, und schauen uns das da im Detail an. Also, sie stehen dort beim Schranken und jetzt lassen wir sie loslaufen. Bitte Start, genau. Und man sieht, der Blaue zieht da wirklich extrem davon, im Vergleich halt natürlich nur. Und hat sich da einen ordentlichen Vorsprung erarbeitet, den er auch nach der zweiten Kehre noch nicht hergibt. Aber schon langsam merkt man, der Rote kommt da in Fahrt. Stopp, halten wir mal an. Es ist interessant, weil gerade in der Situation ist eigentlich heuer nicht so gut gelaufen. Muss ich sagen, erstaunt mich, dass das da im Vergleich so ausfällt. Aber die Zahlen sind natürlich unumstößlich und man sieht da, der Rote hat da durchaus wieder eine gewisse Power erlangt, der jetzt da in der Halbzeitkehre so richtig zur Geltung bringen kann, weil er dran bleibt und nicht locker lässt und schau, noch mal retour, da, zack, da sind sie gleich auf, kann man sagen, was man will, da ist null Differenz. Und da liegt er kurz vorne und das behaltet er erst recht dadurch den unglaublichen mechanischen offenbar Defekt. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber retour noch einmal, da hängt er, der Blaue, da geht nichts weiter, also da muss er abgestiegen sein. Und höchstwahrscheinlich war es die Kette. Und interessanterweise in dem Bereich, zack, hat er sich sofort wieder dran geschmatzt. Als hätte er es gewusst, sonst ist alles aus. Und das im Abstand von 365 Tagen. Ja, und da herum passiert nichts mehr. Da ist der Rote in Sicherheit und bringt seine 4 Sekunden, was es tatsächlich waren, sicher ins Ziel.